So, war's lässig? So Leute, wir haben es endlich geschafft. Herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Wir konnten jetzt schon 7 Wochen lang auf unserer Reise so einiges testen und ausprobieren. Und wir sind richtig, richtig happy mit unserem Ausbau. Es funktioniert alles so, wie es soll. Und ja, jetzt zeigen wir euch mal so ein bisschen, wie wir hier leben. Wir sind hier schon direkt quasi in meinem Bereich. Hier sitze ich, wenn ich Uni habe und meistens auch beim Essen machen. Ultra gemütlich. Durch die Drehkonsole kriegen wir hier richtig viel Raum rein. Ja, der Klapptisch ist einfach mega. Wir verstecken damit einmal unseren Kühlschrank bei der Fahrt mit allerhand Sachen drin. Kaufen meistens so alle 3 Tage ein im Schnitt. Reicht völlig. Hier sieht man jetzt von der Seite auf unseren Kühlschrank. Hier oben haben wir einen Besteckkorb drin, unsere kleine Tischdecke und noch ein Messer mit Brett zum Kochen. Jetzt zeigen wir euch nochmal das Frischwasser. Genau, da hinten drin steht unser Frischwasserkanister. Wir haben 13 Liter. Da kommen wir auch eigentlich immer ganz gut mit hin. Oben in der Dachbox haben wir dann noch einen zweiten in Reserve. Und ja, da hinten geht dann quasi der Schlauch hoch zu unserer Handpumpe. Und das ist das Abwasser. Das zeige ich euch jetzt von hier. Genau, da ist unser Abwasserkanister drin. Da sieht man jetzt auch direkt unsere kleine Gasflasche, die dann bis hier oben ankommt. Da oben ist auch nochmal so ein Drehventil, da kann man eben Gas auf- und zudrehen. Dasselbe haben wir unten an der Flasche selber auch nochmal. Hier sind dann unsere ganzen Küchenutensilien drin, die wir so brauchen, wie eine Kanne zum Wasserkochen, einen Topf. Hier haben wir einmal unsere Powerstation drin und ja, Töpfe, Pfannen, Teller, alles was man braucht. Mülleimer. Dieser Schrank geht übrigens bis da hinten hin und da haben wir noch ein paar Lebensmittel drin und einfach Sachen, die wir jetzt nicht so oft brauchen. So, hier haben wir nochmal einen Vorratsschrank und da oben sind die Powerbanks drin für unser Licht. Einmal hier und einmal da hinten die Leiste, die haben wir jetzt nicht an. Hier unten drunter haben wir richtig viel Stauraum. Das ist quasi einmal komplett unter dem Bettkasten drunter. Da haben wir um die 250 Liter Stauraum. Das Ganze sieht dann so aus. Da haben wir halt alles in Kisten. Und das zeigen wir euch dann von hinten gleich auch nochmal. Haben wir noch so Euro-Boxen. Hier kommen wir jetzt zu unserem Kleiderschrank. Fangen wir oben an. Da sind vor allem Socken und Unterwäsche. Dann haben wir hier jeweils jeder ein Fach mit noch so einem Boden drin. Da haben wir uns hier diese klassischen IKEA-Boxen genommen, um alles zu sortieren. Und hier unten haben wir dann noch so größere Sachen. Bei mir vor allem Pullis und Jacken und Kekse natürlich. Brauchen wir auch. So, wir kommen zu dem Herzstück unseres Vans. Zu dem Ausziehbett. Das Ganze sieht dann so aus, dass hier eben das Lattenrost so ineinander greift. Das hier ist der feste Teil, der immer stehen bleibt. Den Teil kann man ausziehen zu einer Gesamtlänge von 1,90 Meter. Wir haben bei unserem Ausbau schon direkt darauf geachtet, dass wir überall möglichst viel Stauraum haben. Und so ist es jetzt hier auch im hinteren Bereich am Bett. Wir haben da hinten ein Bücherfach,
Und hier vorne haben wir meistens irgendein Kabelgedöns rumfliegen. Und hier hinten haben wir nochmal zwei Fächer in die Tür eingebaut. Hier hinten haben wir unser kleines Badezimmer mit Zahnputzbereich. Wir haben einen kleinen Spiegel, den wir hier an so einen Haken aufhängen können. In der Nacht hängen wir unsere Brillen hier auch an so einen Haken. Und in den Fächern haben wir ja, Deo, irgendwelche Cremes, Sachen für Kontaktlinsen, alles, was wir so brauchen täglich. Kommen wir noch hier unten zu. Das hier unten ist unser Keller. Hier haben wir auch noch mal ein paar Kosmetiksachen, Cremes und so weiter. Hier haben wir unsere Klappfalttoilette und den Rest von unserem Keller haben wir mit unseren Schuhen vollgestopft. Und ganz links liegt jetzt zusammengerollt unsere Solardusche. Hier unterm Bett haben wir jetzt dann von hinten zugänglich unsere Euroboxen mit allerhand Kram. Gerade so die ganzen Outdoor-Sachen sind da unten in den Kisten. Hier haben wir unseren restlichen Kram drin. Wir haben nochmal einen Ersatzkanister, unser Schlauchboot, Stühle, Grill, einen Ersatzwasserkanister. Und wie wir an die ganzen Sachen rankommen, das zeigen wir euch jetzt. Hiermit.